Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich ständig hier im Menü bin. Das liegt daran, dass während ich mich euch begrüße, nicht möchte, dass hier irgendwelche Einheiten uns überfallen und dann noch gewinnen und wir deswegen verlieren. Deswegen immer zwischendurch mal kurz im Menübildschirm. So, wir gehen erstmal wieder weiter, denn wir kriegen hier gerade wieder Besuch von dieser Seite. Eingraben bitte. Sehr schön. Und ich würde sagen, ist das Ding hier schon fertig? Ja, das ist schon fertig. Was haben wir da? Für Nahkampfangriffe, für Geschosse, für Bodenpanzer. Okay. Machen wir mal die Nahkampfangriffe ein bisschen besser. Hier können wir nochmal unsere Einheiten hinschicken. Yagdra hat Flugeinheiten der Urzark geschickt. Was? Den Kokon anzugreifen. Flugeinheiten geschickt? Das ist nicht gut. Komm mal her, ich muss Gegenmaßnahmen ergreifen. Irgendwie muss ich Gegenmaßnahmen ergreifen. So, das klappt soweit noch eigentlich ganz gut. Noch mehr Flugeinheiten? Nö, bisher nicht. Und das sieht auch eigentlich alles noch recht ordentlich aus hier. Wir müssen noch 15 Minuten durchhalten. Okay, jetzt sieht es gerade nicht mehr so toll aus. Und wir müssen sehen, dass wir hier die schießwütigen Viecher kaputt kriegen. Sehr schön. Sehr schön, hat alles gut geklappt. Wir müssen auch Gegenmaßnahmen für Flugeinheiten zusammenbasteln, so wie es ausschaut. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie machen wir das denn? Wie zum Henker baue ich denn da? Achso, das muss ich über diese Larven machen, ne? Gucken wir mal eben die Larven, wo die hinkommen. Bauen wir mal eben ein paar Larven für Flugabwehr. Und die Dinger kann ich eigentlich auch wieder auswurzeln. Denn die können gleich wieder woanders hinrennen. So, machen wir das mal. Ich spüre ein mächtiges Wesen. Ein riesiger Urzark. Tyrannozor. Wild. Extreme physische Kraft. Essenz nützlich. Muss erlangen. Na super. Keine leichte Aufgabe. Dazu müssten wir mitten durch den Kampf zwischen Yagdras und Braxrogel. Na super. Ich bin fast total begeistert. Ja, komm, hier machen wir noch so einen. Den machen wir dann mal dahin. Ja, da muss ich sehen, dass ich jetzt noch eine Einheit aufbaue. Schauen wir mal. Aber dazu brauche ich ein paar andere Sachen noch. Dazu bräuchte ich eine Schabenhöhle. Schabenhöhle habe ich nicht noch? Habe ich nicht schon eine Schabenhöhle? Was ist das? Verseuchergrube. Beide Rudel greifen uns an. Okay. Sie nehmen uns in die Zange. Nehmen wir eine Schabenhöhle noch dazu. Und hier müssen wir mal sehen, dass wir hier die 6 nehmen. Die setzen wir einfach mal hier hin. Sehr schön. Dann nehmen wir die 6 oder die 5 und setzen die hier hin. Sehr schön. Und ich glaube, jetzt, wo sie von beiden Seiten kommen, würde ich schon fast sagen, dass ich da mal... Wo sind denn die meine Schaben auf einmal hin? Ja, komm. Wir schicken einfach mal unsere Viecher raus. Sehr schön. Dann greifen sie nämlich in beide Richtungen an. Und hier muss ich sehen, dass ich da noch ein bisschen was an Viechern zusammen produziere. Die Metamorphose unserer Königin ist zur Hälfte abgeschlossen. Haltet die Verteidigungslinie. Das ist sehr schön. So, das sieht auch bisher ganz gut aus, damit rechts und links zu verteidigen. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir irgendwie unsere Einheiten da durchbekommen. Dass wir das Riesenviech platt machen. Ich lasse die jetzt einfach mal hier unten sitzen. So, was mit euch? Ihr könnt dann eigentlich noch mal was bauen. Ihr baut mal bitte noch so einen hier hin. Einmal da. Und dann baust du bitte noch mal so einen. Dahin. Und du baust bitte auch noch mal so einen Krabbler. Ach, wir brauchen mehr Mineralien. Ist ja sensationell. Kommt ihr mal raus.
setzt euch mal hier hin. Am besten noch, bevor die gleich ankommen. Sehr schön. Und euch, warte mal, dich kann ich doch eigentlich rausnehmen, oder? Komm, dich grabe ich mal eben aus. Dann gehst du nämlich auch mit nach da unten. Kannst du da mitkämpfen? Naja, Moment, machen wir das mal hier hin. Kannst du da nämlich mitkämpfen. Und Schaben haben wir da schon mal ein paar. Das ist ganz gut. Dann holen wir uns noch mal ein paar Zerklinge. Ja, machen wir erst Overlords. Von mir aus auch das. Und du gräbst dich bitte auch noch mal ein, dass wir da unten noch ein bisschen Verteidigung haben. Wo ist eigentlich der zweite Stecher, den wir da gebaut haben? Ich verstehe es gerade nicht. Hier haben wir jetzt zwei. Wo ist denn der hier? Ich weiß es nicht. Fehlt der uns noch? Dann müsste ich da wohl doch noch einen machen. Moment. Nehmen wir den einfach mal und stellen den hier noch mit hin. Sehr schön, das hat soweit geklappt. Können wir die wieder ausbuddeln. Stellen wir sie dahin. Wie schaut es hier jetzt aus mit unseren Viechern? Ja, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Machen wir noch ein paar Zerklinge. So, ich stelle euch mal hier eben rein. Mache euch aus Einheit 1. Und euch mache ich mal hier... Ach, scheiße, die greifen ja schon wieder an. Sagt das doch einer. Achso, die greifen von da unten an, okay. Moment, Moment, Moment. Stellen wir uns hier einmal rein zum Verteidigen und ich würde sagen, dann werden wir gleich, sobald die Welle abgeschlossen ist, mal nach unten eindringen. Und mal gucken, ob wir da zu dem Tyrannosaurus oder sowas kommen. Das klappt ja alles hervorragend. Oh krass, da ist noch was Dickes. Sehr schön, das hat soweit geklappt. Hier können wir noch mal welche hinschicken. Das hat auch gut geklappt. Sensationell, sehr schön. Schnell nach unten. Wir müssen hier einmal runter und versuchen hier durch die... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, euch grabe ich mal wieder aus. Dann geht ihr mal wieder hier hin. Und da muss ich mal eben gucken, wie ich das jetzt am besten mache. Diese Urzerk erhalten ständig Verstärkung. Wir sollten sie umgehen. Ja, wie soll ich sie denn umgehen, du Hammel? Könnte theoretisch nach hier unten durchbrechen, zumindest versuchen. Und ich habe schon wieder vergessen, die Aufnahme, also die Zeitangabe zu benutzen. Wir schleichen uns hier einfach mal durch, hoffen mal, dass wir jetzt nicht so viele gepult haben. Na, zwei Viecher ist okay. Machen wir den erstmal weg. Die Urzerk zerstören die Felsen in der Nähe des Kokons. Ach du Scheiße. Moment, 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 komm mal her. Komm mal hier hin. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Jawohl. Tyrannozoa-Essenz erlangt. Werde Uressenzen ausführlicher untersuchen. Sehr schön, mach das einfach mal. Wir versuchen hier wieder durchzubrechen. Unsere Streitkräfte. Versuchen wir da mal anzugreifen. Und dann werden wir auf jeden Fall neue Viecher bauen. Ach, guck mal, da sind sogar noch Zerklinge. Und ich habe gerade ein kleines, geringfügiges Problem, glaube ich. Halt, Moment.
Was ist denn hier los? Die Urzerg haben die Barrikade durchbrochen. Verteidig den Kokon. Ja, ich bin ja gerade so ein bisschen dabei, aber irgendwie die Flugviecher kriege ich nicht weg. Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Ja, ist ja doll. Schön, dass du es sagst. Wir können in der Brutstätte Königinnen erschaffen, um die gegnerischen Lufteinheiten auszuschalten. Dann erschafft doch einfach mal 5 Königinnen. Ja. Öffnet sich. Bald wird unsere Königin. Ja. Kommt mal her. Greift mal bitte oben mit ein. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier richtig zur Sache gerade. Ihr kommt mal bitte mit. Grabt euch mal bitte aus und kommt da mal weg. Oh Mann, schickt die Sachen raus, bitte, bitte, bitte. Grabt unsere Schwarmwirte ein. Verteidigt den Kokon. Die Urzerg greifen den Kokon an. Nein, lass den Kokon in Ruhe. Was geht denn hier gerade ab, ey, Leute? Hallo? Das große Fressen ist ganz klar. Komm, mach die Viecher kaputt. Dankeschön. Ich habe jetzt gerade das größte Problem überhaupt. Ich habe keine Einheiten mehr. Das ist überhaupt gar nicht toll. Also es gibt wesentlich Tolleres. Wir müssen unten verteidigen. Anders geht's nicht. Du gräbst dich hier mal bitte ein. Ich werde jetzt Zergs erschaffen, wie verrückt, und die alle hier an den Kokon stellen. Es geht nicht anders. Super. Da kommen noch mehr. Ach du Scheiße, hier geht's richtig zur Sache. Eieieiei. Komm her. Auch mit hier unten hin. Oh Gott, hoffentlich können wir gleich noch wieder einen Insektenschwarm rufen. So, ihr kommt hier unten hin, grabt euch da dann auch gleich direkt ein. Und ich bin wahrscheinlich schon wieder völlig über der Zeit, weil ich habe irgendwie schon wieder nicht die Zeitangabentaste benutzt. Wieso zur Hölle? Ach so, die haben da alles schon zerstört. Na, ist ja brav. Das ist ja wieder brav. Diese Flugeinheiten, die gehen mir so auf den Sender. Sehr schön, das hat soweit geklappt. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die vielleicht mal... Ah, nee. Ach, du Scheiße, was geht denn da? Was geht denn da? Attacke. Attacke. Greift an. Ich brauche dies noch für den letzten Widerstand. Kommt schon. Ich hab doch keine Zeit. Kommen hier Zergs raus mit euch. Greift an. Und ihr neue Viecher bauen. Mein Rudel ist stark. Wir erobern Essenz. Wir verschlingen. Nein, ihr verschlingt gar nichts. Die verfälschten Zerg übrig. Holt euch ihre Essenz. Tötet sie. Ach du Scheiße. Kräfte sammeln sich. Sie nähern sich dem Schwarmcluster. Ach du Kacke, ach hier geht's dir richtig ab jetzt. Komm, gib mir Zerg, ich hab keine Zeit hier für irgendwelche anderen Spielereien. Komm, baut euch schneller, verdammt. Das ist doch der finale Angriff, oder? Komm, schick sie raus, die Viecher. Die Urzerg greifen den Kokon an. So, schnell hier hin. Einbuddeln. Sehr schön, das klappt auch soweit. Und da kommen sofort die nächsten kleinen Zerglinge. Attacke da. Ich muss noch durchhalten, noch mindestens 2 Minuten. Oh Mann. Das wird so nix. Ich brauch Zergs. Hau raus, was du kannst. Und nach Möglichkeit dahin raushauen. Attacke.
Oh Mann. Halte noch eine Minute durch, bitte. Die Urzerk greifen den Kokon. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann noch nichts mehr machen, verdammt. Die haben den Kokon gleich platt, wenn ich nicht nochmal neue Fliegeviecher rufen kann, ey. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Das gibt's doch überhaupt nicht. Unsere Streitkräfte. Ja, verloren. Ist ja super. Das ist doch nicht die Möglichkeit, ey. Warum zur Hölle? Ja, wie denn? Der Schwarm wird bestehen. Ja, damit ist mal eine Niederlage geschehen. Ich glaube, das ist auch die erste in diesem Let's Play. Naja, was soll's. Ich werde... Wobei, letzten Spielstand laden? Nee, ich werde an dieser Stelle einen Cut machen und ich hoffe, wir sehen uns morgen im nächsten Part von StarCraft 2 Heart of the Swarm wieder. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.